Ey, das ist mein Kuschelkissen! Was willst du von mir? Mein Kuschelkissen! Leute! Kevin ist geisteskrank! Du Hurt! Raus jetzt hier! Raus! Raus hier! Nimm deine Sachen mit! Raus! Ich raste aus! Nimm deine Sachen mit! Ja, ich geh ja schon! Let's start again! Moin, ihr Zuerster und Zuersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jump World. Und heute spielen wir die Tagessiegerkarte, die zuletzt kam, nämlich Steampunk. Und der ein oder andere wird es schon wissen, ich habe die ja schon mal in einem Livestream von mir gezockt. Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, für ein YouTube-Video eignet sich diese Karte eigentlich doch ganz gut. Die ist nämlich relativ lang gebaut und sehr vernünftig, da ich heute ein etwas, ja, längeres Thema für euch habe. Zuallererst, wenn ihr Bock habt, die Karte selber zu spielen, müsst ihr einfach nur rechts an der Seite euch die ID rausschreiben, /E und dann die ID eingeben, dann könnt ihr selber auf diese Karte kommen und spielen. Ansonsten ist es zurzeit die aktuellste Tagessiegerkarte, Steampunk, von Muffin210 gebaut worden. Also richtig coole Karte, werdet ihr auch gleich sehen. Die ist designtechnisch echt richtig, richtig schön schick gebaut. Ich muss halt nur gucken, weil ich springe da oben immer gegen. Ich muss von ganz hinten, glaube ich, springen. Und ja, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, habe ich ja einen etwas aussagenden Titel genommen. Und zwar, ich kaufe mir eine Kamera und ich habe ja die letzten Videos darüber gesprochen. Der ein oder andere Zuschauer, der schon was länger dabei ist, wird das auch noch in Erinnerung haben. Denn ich habe mal in einem meiner Livestreams gesagt, dass wenn ich so um die 200.000 Abonnenten habe, möchte ich gerne nicht unbedingt direkt mit Vlogs anfangen, sondern ich möchte sowas in die Richtung Kochvideos machen. Und ich war jetzt die letzten Tage schon sehr oft am Überlegen, wie kannst du das anstellen, wie kannst du das machen, denn um das direkt schon mal klarzustellen, ich möchte mich auf jeden Fall definitiv nicht zeigen, also möchte ich keine Facecam in meinem Livestream oder so machen, dafür ist die Kamera nicht da, sondern ich möchte gerne Vlogs aufnehmen und mit meinen Kochvideos beginnen, aber möchte die so aufnehmen, dass man mich selbst dort nicht sieht. Und deswegen habe ich mir jetzt die Tage erstmal ein paar Gedanken gemacht, wie ich das am besten anstellen kann und dass es trotzdem noch, unterhaltsam wirkt und gut wirkt. Und ich kann mir vorstellen, dass man da sehr viele Möglichkeiten hat, das auf jeden Fall gut zu gestalten. Und wir hatten ja auch gestern schon in einem Livestream darüber mal gesprochen, ein paar Zuschauer, die da waren gestern, als ich gestreamt habe. Und da haben auch einige gesagt, die fänden es auf jeden Fall richtig cool, wenn man da sowas in die Richtung umsetzt. Und deswegen habe ich mir da jetzt ein paar Gedanken gemacht und ja, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir, wenn es klappt, heute schon die Kamera holen möchte. Dann werde ich die Tage auf jeden Fall schon anfangen. Und ansonsten werde ich das dann machen, wenn ich wieder zu Hause bin vom 30-Tage-Livestream. Denn noch sind wir ja 2 Wochen hier. Der Livestream läuft übrigens gerade, ja. Also falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. twitch.tv/ungespielt. Am Sonntag findet auch ein Castle Rush Battle statt, wo Simon und Revi in einem Raum, es klingt total banal, aber sie wollen wirklich in einem Raum Castle Rush zusammen zocken. Da solltet ihr auf jeden Fall mal einschalten und euch das am Sonntag nicht entgehen lassen. Das wird bestimmt auf jeden Fall eine richtig witzige Sache. Ich werde es mir selber auch angucken und ja, schaltet auf jeden Fall mal ein. Da jetzt gerade kurz der Revi reinkam ins Zimmer, musste ich erstmal eine Kleinigkeit erledigen. Das hört ihr jetzt in einem kleinen Ausschnitt und deshalb denke ich mal... Was gibt's? Stimmst du gerade? Nee, ich nehme auf. Echt nicht? Nee. Warum? Ich mach's meine ich bin gerade am Aufnehmen. Ja, kannst du schon reinlassen, wie du die Fresse bekommst. Nein! Prügel den Hurensohn. Ey. Der hat mir heute nachts, hat er mich vergewaltigt. Ja? Komm Peter, helf mir, halt ihn fest. Nee, was, der nimmt gerade auf, hau ab, jetzt raus mit dir, Alter. Ey, das ist mein Kuschelkissen! Was willst du von mir? Mein Kuschelkissen! Leute, Kevin ist geisteskrank! Du Hurensohn! Raus jetzt hier! Raus! Raus hier! Nimm deine Sachen mit, raus! Ich raste aus, nimm deine Sachen mit! Ja, ich geh ja schon! Aua! Los, raus mit dir jetzt! Hier, nimm deine Sachen mit, los! Ja, du bist total geistkrank. Ich raste aus! Hey! Jetzt haben wir sogar den Kopf. Ja, und wie man hören konnte, ging es auf jeden Fall heiß her hier. Nun aber zurück zum Kamerathema. Ich möchte gerne versuchen, einmal in der Woche so ein Kochvideo hochzuladen und Vlogs vielleicht sogar, ja, wenn es klappt, täglich. Müssen wir mal gucken, was da so an Material pro Tag abfällt. Oder anfällt, besser gesagt. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, denke ich mal, wird das auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Meinung schreiben, wie ihr die ganze Idee findet, was ihr davon so haltet. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Wünsche oder Vorschläge, wie man das am besten anstellen kann.
trotz dass man mich nicht sieht. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wie man mich kennt, versuche ich auf jeden Fall sowas immer so gut es geht zu meistern. Und jetzt holen wir uns erstmal hier den Checkpoint. Wir sind auch fast mit der Karte fertig. Ich habe die ja schon mal im Livestream gespielt. Und deswegen sage ich ja auch, die ist auf jeden Fall eine gute Karte für das Thema heute. Und ja, ich bin einfach mal auf eure Reaktionen gespannt. Ich freue mich schon so ein bisschen auf die ganze Sache. Bin mal gespannt, wie das dann am Ende ankommen wird, wenn es denn dann funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das Ergebnis erziele, was ich mir so vorgenommen habe. Es kann natürlich sein, dass die ersten Videos vielleicht noch nicht ganz so gut werden und vielleicht nicht so überzeugend direkt, aber ich bin auf jeden Fall gewillt, mein Bestes zu geben und mich da diesbezüglich immer mehr zu verbessern. Natürlich könnt ihr auch jederzeit, falls vielleicht kennt sich ja einer sogar damit sehr gut aus mit der Thematik, was Kameras angeht. Da könnt ihr gerne jederzeit in die Kommentare auch irgendwelche Kritiken oder Anregungen schreiben oder Verbesserungsvorschläge. Da bin ich echt für alles offen und bin mal gespannt, wie das Ganze so ankommen wird. Ich habe ja schon immer mal erzählt, dass das so eine Art kleiner Traum wäre, das auf meinem Kanal machen zu können später mal. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben endlich das Ergebnis, also um das nochmal kurz zu erklären. Ich habe halt, wie gesagt, damals wirklich gesagt, so wenn ich so 180.000 bis 200.000 Abonnenten knacke, dann würde ich das machen, womit ich eigentlich nie gerechnet habe. Ich mir einfach gedacht habe, das ist so eine große Zahl, das kriegst du gar nicht hin. Und das ging auf einmal so schnell jetzt. Und ja, jetzt stehe ich zu meinem Wort, so gesehen. Ich erfülle mir ja selbst damit einen eigenen Wunsch und bin einfach mal gespannt, wie das so am Ende ankommen wird. Und wenn wir auch schon beim Thema Ende sind, hier ist das Ende der Karte und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr die Idee gut findet, könnt ihr einfach mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Und ich habe ja schon gesehen, es gibt einige Zuschauer, die sich übertrieben darauf freuen. Da ist halt die Frage, wie lange die sich darauf freuen. Ich hoffe, dass ich mit der Videovorstellung eure Vorstellung vielleicht sogar ein bisschen toppe von dem, was ich mir vorgenommen habe und das wirklich richtig, richtig gut ankommt. Wie gesagt, halt das Kochen ist ein großer Teil von meinem Leben. Ich habe eine Ausbildung als Koch gemacht, für die Leute, die es noch nicht wissen. Und ich vermisse schon so ein bisschen meinen alten Beruf. Ich habe ja, bevor ich hier mit YouTube Vollzeit angefangen habe, oder eher gesagt auf Twitch als Vollzeit-Streamer angefangen habe, habe ich als Koch gearbeitet. Und so ein bisschen vermisst man schon so die Abwechslung, die einfach mit diesem Beruf mit sich kam. Und das habe ich auf jeden Fall jetzt, ja, so weit wieder hinbekommen, dass ich je nachdem vielleicht sogar so ein bisschen mit meinem Hobby zusammen meinen Beruf kombinieren kann. Das finde ich halt eine richtig coole Sache. Und ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare eure Meinung zu der ganzen Sache schreiben. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Und denkt dran, Craft Attack kommt heute auch noch. Keine Sorge, ich bin heute nur ein bisschen später dran, weil ich gucken muss, wann ich dann gleich losgehe und die Kamera holen gehe. Bis dann. Tschüss.